Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADDs Smart Home. Ja, das heutige Video hat absolut gar nichts mit Smart Home zu tun, außer vielleicht die Komponenten, die hier zum Einsatz kommen. Denn das heutige Video ist so eine Art, ja, ich zeige euch, was ich gebastelt habe. Also mein Projekt der vergangenen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wochen oder sowas. Also der Weihnachtsmann hat auf jeden Fall meinem kleinen Sohn hier so eine Carrera-Bahn geschenkt. Und ich habe mich dann dran getan und habe diese Carrera-Bahn etwas, ich sag mal, aufgepimpt. Denn die App, die Carrera oder wie auch immer die Firma heißt, diese Carrera-Bahn herstellt, die mitliefern, das ist absoluter, ja, unter aller Sau. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache da selber etwas draus, damit mein Sohn und ich ein bisschen mehr Spaß haben. Vielleicht mehr ich, damit ich mehr Spaß habe wie mein Sohn, mache ich mich dran und baue etwas für diese Carrera-Bahn. Worum es genau geht, das erfahrt ihr in diesem Video. Das heutige Video ist kein Tutorial. Es geht nur um das Vorstellen des Projekts. Das heißt, ich zeige euch, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und in den nächsten 2, 3 Folgen zeige ich euch genau, wie ihr das hier oder was ich alles gebaut, programmiert und gemacht habe. Ganz wichtig für all die Leute, die nichts mit dem IO-Broker zu tun haben, denen das überhaupt nichts sagt, dem ESP nichts sagt und denen auch Visualisierung, Raspberry Pi und sowas nichts sagt. Kein Problem, ich stelle dieses Projekt so, wie es heute ist, komplett zur Verfügung. Das heißt, das Einzige, was ihr machen können solltet, ist, ihr solltet löten können, denn ihr müsst halt ein bisschen was löten. Ihr müsst ein bisschen handwerkliches Geschick haben und ja, Spaß an der Sache haben. Also, ich stelle wie gesagt alles zur Verfügung, aber erst zum Schluss, nachdem der letzte Teil veröffentlicht wurde. Und dann könnt ihr euch das mehr oder weniger einfach nur aufspielen und Spaß haben. So, also für alle, die dieses Projekt interessiert, bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht's los. Und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald die anderen Teile online sind. Und vergesst nicht, einen Kommentar dazulassen für den YouTube-Algorithmus. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, wie gesagt, das heutige Video ist ein Labervideo. Ich stelle euch das Projekt vor, zeige euch, was ich gemacht habe, blende noch ein paar Bilder ein von dem Ganzen, wie das gebaut wurde und erkläre euch, um was es genau geht. Fangen wir damit an. Wie kam das Ganze zustande? Also, der Weihnachtsmann hat meinem kleinen Sohn diese Carrera-Bahn hier geschenkt. Und das Coole an dieser Carrera-Bahn war oder ist, dass eine App dabei ist, womit man noch so ein paar kleine Minispiele machen muss, die Zeit messen kann und so weiter und so fort. Ich habe das Ding auf 2 Handys und einem Tablet installiert und die Bedienung ist einfach unter aller Sau. Das funktioniert irgendwie gar nicht. Und wenn man in den Play Store reinguckt, dann hat das Ding, glaube ich, auch nur 1 Stern oder sowas. Also mega schlecht bewertet, weil es einfach mega schlecht umgesetzt ist. Und da mir dieser Gedanke mit dem Rundenzeitmessen total gefallen hat, habe ich mir gedacht, ich mache so etwas selber, baue etwas selber. Habe das Ganze zuerst mal mit Lego-Steinen einfach ESP angeschlossen. Also das ist so ein kleiner Mikroprozessor-Chip. Einfach das Ganze angeschlossen, verdrahtet, getestet, funktioniert. Haben zuerst mal so ein paar Runden gespielt. Hatte eine einfache Version dieser Visualisierung oder dieser Oberfläche hier. Ja, aufgebaut, ein bisschen gezockt und dann wurde das immer mehr. Es kamen immer mehr Ideen dazu. Ich wollte immer Neues machen und dann wollte ich natürlich das Ganze nicht mehr mit Legostein machen, sondern wollte das irgendwie, ja, dass es ein bisschen professioneller aussieht und habe mir dann halt diesen Turm hier, sage ich mal, gebaut. So. Und was kann diese App? Also, beziehungsweise es ist keine App, sondern es geht einfach über den Webbrowser. Das heißt, das Bild, das ihr hier seht, ist einfach nur der Webbrowser im Fullscreen-Mode. Das Ganze funktioniert natürlich auch hier auf dem Handy oder auf einem Tablet. Ich habe halt hier so einen kleinen Monitor verwendet für einen Raspberry Pi. Und ihr könnt diese Oberfläche natürlich auch auf eurem, ja, zum Beispiel smarten Fernseher im Webbrowser öffnen und könnt das Ganze dann halt über den Fernseher angucken. Also ihr braucht keinen speziellen Monitor, ihr braucht kein Tablet, könntet das theoretisch über den Fernseher oder übers Handy machen. Was ihr auch nicht braucht, ich verwende hier in diesem Video einen Raspberry Pi. Die sind aktuell wirklich schweineteuer, total überteuert. Ich glaube irgendwas zwischen 100 und 200 Euro. Das braucht ihr im Grunde auch nicht, wenn ihr es nicht schon habt,
sondern ihr könntet dieses Programm, was ich euch hier vorstelle in diesem Video, könntet ihr theoretisch auch auf dem Windows-PC installieren und könntet es genauso gut dort betreiben. So, okay, also legen wir los. Also hier werden jetzt die Runden gezählt und ihr habt dann hier einen Monitor und dort könnt ihr im Endeffekt hier dieser Reset-Button, der startet alles neu. Und wenn ihr hier auf Start drückt, dann ertönt jetzt zuerst mal einen Ton. Ich starte das einfach mal. So, ihr habt es gehört, also es gibt so einen kleinen Countdown, dann Motorengeräusche und dann Go, 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 kommt euch vielleicht bekannt vor, Counter-Strike, das war noch meine Zeit, wo ich gezockt habe, das war auch das letzte, glaube ich, was ich gezockt habe. Und dann sind hier oben zwei Sensoren eingebaut, einen für den roten und einen für den blauen. Und wenn das Auto halt da durchfährt, ich mache das jetzt mal mit den Fingern, also gehe hier durch den roten, dann seht ihr, startet die Zeit und wenn er wieder durchfährt, dann gibt es einmal ein Piep. Alles könnt ihr aktivieren und deaktivieren, zeige ich euch auch nochmal. Das habe ich einfach gemacht, damit ich sehe, dass das Ganze funktioniert zum Testen. Und wie ihr seht, zählt er halt hier die Rundenzeit. Sagt euch auch, welche die beste Runde war. Das heißt, hier unten seht ihr die letzte Runde, dann die Zeit der letzten Runde, die schnellste Runde, die Zeit der schnellsten Runde, die aktuelle Runde, die ihr fahrt und hier halt, ja, 20 Runden ist aktuell eingestellt und das ist die vierte Runde. Das gleiche halt auch beim Blauen. Also Zeit beginnt. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Trigger eingebaut, der verhindert, dass wenn man flackert, also wenn man zu schnell hin und her geht, dann wird die Zeit nicht gezählt. Das heißt, hier ist eingestellt, dass mindestens 1,5 Sekunden zwischen, ja, zweimal durchgehen, ja, vergehen muss, bevor er diese Zeit zählt. Denn es kann ja passieren, dass ihr mal irgendwie genau hier zwischendurch, so wie hier jetzt, aus Versehen mehrfach durchgeht oder was weiß ich was, und dann zählt er das halt einfach nicht, weil die Zeit nicht abgelaufen ist und zählt erst dann. So. Dann, also wie gesagt, wir haben hier die Runden und wenn man gewonnen hat, dann gibt es hier auch nochmal so eine kleine Animation. Ich mache das jetzt mal schnell, spule für euch einfach mal vor. Wobei, das dauert zu lange. Ich beende das Rennen und zeige euch im Endeffekt auch gleich mal die andere Seite. Also hier gibt es nochmal einen Einstellungsbutton und dann wechselt er die Seiten. Und hier könnt ihr einmal die Countdown-Dauer festlegen, also 5 Sekunden oder 10 Sekunden, dann wie viele Runden das Ganze gehen soll. Ich stelle hier mal auf 5. Dann Renndauer beschränken. Das hat einfach damit zu tun, dass Rennen nicht gestartet wird und dann läuft da ständig das Programm durch und läuft dann mehrere Stunden, ohne dass irgendetwas passiert. Deswegen hatte ich hier einen Timer reingesetzt. Den kann man dann natürlich auch verändern. Jetzt fällt mir hier gerade auf, die Shift passt nicht, aber okay. Also der ist standardmäßig auf 5 Minuten. Könnt ihr alles, wie gesagt, aktivieren oder deaktivieren. Dann hier Siegerermittlung über die WIS. WIS ist dieses Bild, was ihr hier gerade seht. Dann Frühstartkontrolle, das heißt, falls ihr zu früh startet, dann gibt es auch eine Fehlermeldung. Dann hier die ganzen verschiedenen Töne, die könnt ihr aktivieren oder deaktivieren. Und dann hier gibt es nochmal einen Gewinner gesamt resetten, denn wenn ihr hier jetzt auf der Startseite schaut, ihr seht hier, wie häufig jemand gewonnen hat. Aktuell steht es zwischen mir und meinem Sohn 2-2 seit dem letzten Reset. Und ja, das sind so die Einstellungen. Gucken wir uns nochmal. Hier gibt es dann noch einen Sensortest Oberfläche, die habe ich gemacht, um das Ganze hier einzustellen. Zum einen seht ihr hier, ob das Gerät verbunden ist, das heißt, ob dieses Gerät hier verbunden ist, dann wird hier dieser Name angezeigt und ja, das hier sind so Spielereien, die sind nur für mich von Bedeutung. So, und diese zwei Lampen, Sensortest, wenn ihr hier reingeht, dann leuchtet das Ganze und wenn ihr raus, also ihr seht es, und ihr seht, es reagiert richtig schnell. Das war ein Problem, das ich hatte, als ich das Projekt aufgebaut habe, diese Reaktionszeit, denn ich konnte kein ESP Easy verwenden und ich konnte kein Tasmota verwenden, denn diese zwei Firmwares, die sind dafür nicht geeignet. Das heißt, ich musste mir selber ein kleines Mini-Programm schreiben bzw. habe Copy-Paste aus verschiedenen Projekten genommen und habe das hier eingebaut. Und ja, wie gesagt, das Problem war, dass das Ding nicht so schnell reagiert hat. So, das hier sind die Seiten. Hier kommt man jetzt wieder auf zurück.
Und wenn ich hier jetzt zum Beispiel auf Reset drücke, dann haben wir jetzt unsere 5 Runden. Jetzt kommt wieder der Countdown. Und wenn jetzt einer zum Beispiel zu schnell losfährt, dann gibt es hier einen Rennabbruch. Den Ton kann ich leider nicht stoppen. So, den Ton kann ich leider nicht stoppen. Vielleicht hat einer eine Idee, wie das funktionieren könnte. Aktuell fällt mir da nichts ein. Deswegen, der Ton läuft einfach weiter. Aber es steht halt hier, dass der Countdown abgebrochen wurde. Und dann gibt es hier so ein böses Smiley, dass jemand einen Frühstart verursacht hat. So, das heißt, ich wollte euch ja eigentlich zeigen, diese Animation, wenn einer gewinnt. Also nochmal Reset, nochmal starten. So, jetzt mache ich mal die 5 Runden. Und jetzt die letzte Runde und dann kommt halt so eine kleine Animation. So, kleine Animation, kleiner Ton wird abgespielt, Sieger ist rot und dann erhöht sich hier die Siegerzahl auf 3. Dann wird hier die Laufzeit des Rennens angezeigt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo der Erste hier durchfährt, wird die Zeit hier gestoppt. Die Zeit vom Blauen würde weiterlaufen, denn der ist ja noch nicht fertig. Und das ist im Grunde die Software, die ihr hier seht. Dann gucken wir uns mal kurz hier die Hardware an. Also die Hardware, ich blende euch das auch nochmal ins Video. Ich habe das hier offen gelassen. Also nicht für euch, sondern ich war einfach zu faul, das Ganze hier zuzumachen. Wir haben hier unten einen kleinen ESP drin und hier sind 2 Lichtschranken drin oder Lichttaster sind es ja eigentlich. Und die können hier oben, gibt es Potentiometer und dort kann die Entfernung eingestellt werden. Und dann wird es halt genauso eingestellt, dass wenn kein Auto drunter ist, dass das Ding nicht auslöst. Und sobald ein Auto drunter fährt, dann sieht man vielleicht hier auch im Video, geht hier ein kleines Licht an, genau, das müsste man sehen, und dadurch wird das Ganze erkannt. So, die Verdrahtung ist relativ einfach, es gibt einfach nur Plus, Minus und ein Datenkabel und dann muss das Ganze hier auf diesen kleinen Chip gelötet werden und das war's. Das heißt, wie gesagt, ihr solltet einen Lötkolben haben und ein bisschen handwerkliches Geschick. Das Ganze hier wird betrieben mit so einer kleinen Batterie, mit einer 3,7 Volt Batterie. Es ist... Mir fällt gerade nicht ein, was für eine Zelle das ist, 14400 oder irgendwie sowas. Also die passt hier rein. War ein bisschen unglücklich, denn ich hätte lieber eine 18650er genommen, aber daran hatte ich am Anfang nicht gedacht und das Ding hier ist zu klein oder nicht hoch genug und die passt da nicht rein. Und ja, das Projekt ist halt mehr oder weniger ein bisschen gebaut, dann neue Idee gehabt, dann hinzugekommen, etwas weggefallen, wie auch immer. Und ist ein bisschen provisorisch, aber im Endeffekt funktioniert das Ganze. Hier hinten, das zeige ich euch auch mal, hier hinten der Monitor, das ist so ein Raspberry Pi Monitor, sage ich mal, den ich hier verwendet habe. Das ist halt der Monitor, habe das Ganze lackiert und hier hinten ist halt jetzt eine Batterie oder ein Akku oder eine Powerbank und hier unter dem Gehäuse befindet sich ein Raspberry Pi. Ich mache das mal kurz auf. Also hier ist so ein kleiner Monitor und hier sitzt dieser Raspberry Pi. Auch hier wieder wurde ein bisschen improvisiert, die Kabel passen nicht und das Gehäuse ist eigentlich viel zu klein. Ich hätte es ein bisschen größer machen können, aber im Grunde spielt das ja keine Rolle. Es funktioniert. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Also wie gesagt, hier befindet sich eine Software drauf, die ich selber geschrieben habe oder Copy-Paste gemacht habe. Das könnt ihr auch auf dem PC machen und ansonsten wäre das dieses Projekt. Ja, ich würde mich freuen, wenn noch ein paar Leute dran mitarbeiten würden und vielleicht ihre Ideen mit einbringen. Vielleicht fehlt dem einen oder anderen noch etwas oder hat eine Idee, wie man das Ganze besser umsetzen kann. Würde mich mega freuen über eine Interaktion mit euch, wenn ihr mir schreibt oder Verbesserungsvorschläge habt oder selber etwas verbessert und es mir dann hier zur Verfügung stellt, dann würde ich das Ganze unter dem Video verlinken und dann können andere Leute sich auch dran beteiligen. Wichtig dabei, dieses Programm, was ihr hier seht, ihr könnt es komplett auf eure Wünsche umstellen. Das zeige ich euch auch nochmal schnell hier am PC. So, das ist das Programm an sich. Ihr könnt hier im Endeffekt jeden Text, der hier drin steht, die Farben, die Autos, ihr könntet das Auto hier einfach gegen irgendetwas anderes tauschen. Hier dieses Mannequin genauso und hier oben sind die verschiedenen Tabs. Auch hier, das könntet ihr auch alles bearbeiten, verbessern. Falls euch der Hintergrund hier nicht gefällt mit diesem Tacho, das könnt ihr auch ändern.
Und ja, das hier ist jetzt unwichtig, das ist jetzt nur für mich. Aber auch hier, wie gesagt, ihr könnt im Grunde alles verändern, anpassen, so wie ihr es wollt. Ihr müsst nicht unbedingt dafür programmieren können. Ist halt ein bisschen von Vorteil, wenn ihr schon mal was mit einem PC oder mit so einem Ding hier, mit so einer Visualisierung zu tun gehabt haben solltet. Aber vermutlich, ich sag mal so, für alle, die diesen Kanal kennen bis jetzt, die kennen sich damit aus, die wissen, worum es hier geht, und für alle anderen ein bisschen einarbeiten und ihr könntet das im Grunde selber alles machen. So, das wäre es dann von mir an dieser Stelle. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich in diesem kurzen Projektvorstellung zeigen wollte. Wobei, kurz ist relativ auf meinem Kanal, denn kurz gibt es hier irgendwie gar nichts, denn ich kann mich irgendwie nicht kurz fassen. Okay, also, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, dann würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren und einen Kommentar dazulassen für den YouTube-Algorithmus. Oder falls ihr euch beteiligen wollt an diesem Projekt, schreibt es auch unten in die Videokommentarspalte. In diesem Sinne, viel Spaß damit, bis zum nächsten Video und tschüss.